Dies ist ein weiteres Video zum Wurzelziehen und hier geht es um die Rechengesetze, also Addition, Subtraktion, nachher noch Multiplikation und Division. Ich fange hier mit konkreten Zahlen an, weil das in der Regel einfacher ist und übertrage das dann hier auf Buchstaben. Bei der Addition und Subtraktion ist das ganz einfach. Ich fange hier mit der Addition an. Wenn ich unter der Wurzel verschiedene Zahlen stehen habe, dann kann ich die einfach nicht addieren. Fertig. Wenn unter der Wurzel die gleiche Zahl steht, und es hier auch die gleiche Wurzel ist, nämlich die zweite Wurzel, dann kann ich das zusammenfassen. Ich habe einmal die Wurzel 5 und nochmal die Wurzel 5. Zusammen macht das dann halt zweimal die Wurzel aus 5. Geht aber nicht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel dritte Wurzel aus 5 stehen habe plus zweite Wurzel aus 5. Dann kann ich das auch wieder nicht zusammenfassen. Muss also wirklich hier identisch sein. Analog geht das natürlich auch für die Subtraktion. Da kann ich für das Plus einfach ein Minus einsetzen. Nur dass dann hier nicht zweimal Wurzel 5 rauskommen würde, sondern einfach 0. Weil Wurzel 5 minus Wurzel 5 ergibt 0. Einmal für Buchstaben. Wenn ich, wie gesagt, zwei unterschiedliche Wurzeln habe, weil ich hier zwei unterschiedliche Buchstaben unter den Wurzeln habe, kann ich das weder addieren noch subtrahieren. Also das gilt immer gleichzeitig auch für die Subtraktion. Wenn ich die gleiche Wurzel habe, dann kann ich auch sagen, okay, Wurzel aus a plus Wurzel aus a macht dann zweimal die Wurzel aus a. Das ist der einzige Fall bei der Addition oder Subtraktion, wo ich das eben zusammenziehen kann, wenn die Wurzeln wirklich identisch sind. Wenn ich hier wieder sowas habe wie dritte Wurzel aus a plus zweite Wurzel aus a, hier kann ich die zwei ja weglassen, dann kann ich das wieder nicht zusammenfassen. Fertig. Also aufpassen bei Addition und Subtraktion. Gut, kommen wir zur Multiplikation. Bei der Multiplikation kann ich die Wurzeln zusammenfassen. Ich kann also aus Wurzel 5 mal Wurzel 7, das kann ich zusammen unter eine Wurzel ziehen, wenn das hier die gleiche Wurzel ist, also in diesem Fall die zweite Wurzel, sonst geht das natürlich nicht. Dann kann ich das aber so zusammenziehen und kann jetzt sagen, das ist 5 mal 7, wäre also die Wurzel aus 35. So kann ich das zumindest etwas kürzer schreiben. Wenn ich so etwas habe, dass ich Wurzel 5 mal Wurzel 5 habe, kann ich das natürlich genauso anwenden. Das ist dann 5 mal 5 und das wäre das gleiche wie Wurzel aus 25. Und wenn ich die Wurzel aus 25 ziehe, dann ist das das gleiche wie 5. Könnt ihr gerne im Taschenrechner mal ausprobieren. Wie sieht das aus, wenn ich das auf Buchstaben anwende? Ich habe hier unter der Wurzel zwei verschiedene Buchstaben, habe aber die gleiche Wurzel, also jeweils die zweite Wurzel. Dann kann ich einfach das beides zusammenfassen unter eine gemeinsame Wurzel. Und wenn ich das hier zweimal die gleiche Wurzel habe und den gleichen Buchstaben darunter, kann ich das gleiche Gesetz natürlich auch so anwenden. A mal A, so. Jetzt kann ich das in Kurzschreibweise schreiben. Das wäre A Quadrat. Und die Wurzel aus a Quadrat oder die zweite Wurzel aus a Quadrat, das hebt sich gegenseitig auf. Das sehe ich auch nochmal, wenn ich das hier in der Potenzschreibweise schreibe. Wie gesagt, als vorhergehendes Video solltet ihr die Schreibweisen zu den Wurzeln angeschaut haben. Dann sollte euch das jetzt ganz einfach fallen hier. Das heißt, ich habe a Quadrat hoch 1/2. Kann ich die beiden Exponenten multiplizieren, das ist a hoch 2 mal 1/2, ist also a. Fertig. Wie gesagt, einmal aufpassen, wenn ich jetzt sowas habe wie dritte Wurzel aus a mal zweite Wurzel aus a, dann kann ich das nicht so ohne weiteres zusammenfassen. Dann das einfach lassen. Sollte schon hier jeweils die gleiche Wurzel sein. Gut, noch einmal zur Division. Hier gilt es ähnlich wie bei der Multiplikation. Wenn ich hier wieder die gleichen Wurzeln habe, also jeweils die zweite Wurzel, dann kann ich die beiden Zahlen zusammen unter eine Wurzel ziehen. Das ist egal, ob ich multipliziere oder dividiere. Da kann ich jetzt 5 durch 10 rechnen. Und da kann ich natürlich noch kürzen. Das ist dann die Wurzel aus 1/2. Oder wenn ich nicht kürzen kann, dann bleibt es halt einfach so stehen. Nochmal darauf achten, bitte nicht anwenden, wenn hier unterschiedliche Wurzeln sind, also zweite und dritte Wurzel, dann kann ich das nicht tun.
Nochmal ein Beispiel mit Buchstaben. Habe hier also jeweils die zweite Wurzel, das heißt, ich kann eine große Wurzel ziehen und dann a durch b. Zum Spaß kann ich das natürlich auch in der Prozentschreibweise schreiben, wie im vorhergehenden Video erklärt. Hier aber auch nochmal darauf hingewiesen, wenn ich sowas habe wie die zweite Wurzel a durch die dritte Wurzel aus b zum Beispiel, dann kann ich das nicht zusammenfassen, weil ich hier unterschiedliche Wurzeln habe. Darauf bitte unbedingt achten. Gut, zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr sicher gehen könnt, dass ihr die wichtigsten Informationen aus dem Video auch verstanden habt.